Eigentlich seit Anbeginn, zumindest mal solange ich denken kann, engagiert sich die Oldenburger Landesbank beim großen Turnier hier in Rastede. Wissen Sie genau, wie lang Ihr Haus eigentlich hier schon präsent ist? Offen gesagt, ich weiß es nicht, aber es ist sehr lange. Es ist auf alle Fälle länger, als ich dabei bin, weil ich bin jetzt genau 3 Wochen dabei. Ja. Was ist die Motivation der Oldenburgischen Landesbank, mit diesem Engagement hier an den Tag zu treten? Ja, ich denke, das liegt sowohl an der Oldenburgischen Landesbank, dem Land selbst und auch, wie wir praktisch unsere Funktion in dem Land sehen. Also, Sie wissen ja vielleicht, dass unser Slogan ja auch ist, hier zu Hause, und so fühlen wir uns auch. Und das ist natürlich auch noch direkt vor der Haustür von Oldenburg. Und ich denke, der Pferdesport ist so verwurzelt in der Region, das passt einfach gut. Also es passt zu dem, wie wir fühlen als Bank, wie auch zu der Bevölkerung hier, und ist einfach ein tolles Event hier. Ja. Wie empfinden Sie diese Veranstaltung? Es ist ja schon das 64. Oldenburger Landesturnier mit großer Tradition verbunden. Ist es vor allen Dingen diese Tradition, die Ihre Bank dazu geführt hat, hier präsent zu sein? Ich glaube nicht, dass es ausdrücklich die Tradition ist. Für mich ist ja jetzt das erste Turnier und ich werde auch wahrscheinlich keine 64 mehr erleben. Aber ich hoffe, es sind noch ein paar. Sondern das ist sicherlich eine traditionsreiche Veranstaltung, aber sie wirkt auf mich jetzt, der ich zum ersten Mal ja da bin, auch sehr modern. Also man hat sich da an die Zeit angepasst und es ist wirklich was für jeden dabei. Es macht Spaß. Man kann hier rumlaufen, man kann sich die Pferde angucken. Und die Wettbewerbe sind auf dem höchsten Niveau, habe ich den Eindruck. Ja. Hey Dr. Betzger, was bei Ihnen besonders interessant ist und was Sie uns in gewisser Weise noch verbundener macht, ist die Tatsache, dass Sie sich selber mit Pferdezucht beschäftigen. Sie betreiben die Vollblutzucht mit großer Passion. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, das war so ein bisschen zufällig. Ich habe in Karlsruhe studiert, das ist eine Rennbahn in der Nähe, Baden-Baden, wahrscheinlich die schönste Rennbahn, die wir in Deutschland haben. Als Student hat man ein bisschen Zeit, bin ich hingegangen, hat mir gefallen, habe mir gedacht, gut, willst du später auch mal haben. Und dann kam ich relativ schnell zu meinem ersten Vollblüter, als ich mit dem Studium fertig war und gearbeitet hatte. Und dann wächst das so, man hat in einem Vollblüter, dann hat man eine Stute, dann interessiert man sich immer mehr für die Pferde und dann ist man plötzlich in der Zucht. Ja. Und, dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache, die wir uns wünschen. Eigentlich 3 Sachen, besseres Wetter, dann natürlich die Tatsache, dass die Oldenburgische Landesbank sich an dieser Stelle weiter engagiert und vielleicht bringen wir sie ja auch zur Warmblutzucht. Hier als Züchter vertreten zu sein beim Oldenburger Landesturnier wäre doch auch toll. Ja, wäre auch toll, muss ich auch sagen, muss ich noch sehr, sehr, sehr viel lernen über das Warmblut. Ja. Und am Wetter kann ich nichts tun, leider, ja. Aber es sieht ja gar nicht so schlecht aus heute. Und dass die OLB sich hier wohlfühlt, ist sicherlich auch ein Zeichen, dass ich glaube, dass wir da auch noch länger dabei sind.